Was ist euer Lieblingsteil von Bibi und Tina? Ja, also, aber bisher finde ich den, nee, ich finde den ersten am besten. Ich finde den zweiten besser. Warum den ersten und warum den zweiten? Ich finde den, bei dem ersten, da ist noch, ich finde halt diese Maisfeld-Action und sowas alles das spannend. Stimmt. Das ist echt cool. Ja. Ich finde beim zweiten die Story ein bisschen besser. Dann, was wünscht ihr euch für eure Zukunft? Gesundheit? Na, ich wünsche mir einfach, dass die Ziele, die ich mir vornehme, dass ich die auch erreichen kann. Also es liegt ja an mir, ob ich die erreiche oder nicht. Nee, aber dass ich einfach noch ganz viel erlebe. Ja, noch ein bisschen reisen und Freunde halten oder neu kennenlernen. Was ist heimtückischer? Hans Kackmann, Angus Naughty oder die Missverständnisse der Liebe? Ich glaube die Missverständnisse der Liebe. Jetzt generell? Dann ja. Nee, schon in Bezug auf Bibi und Tina. Ja, aber es gibt ja in Wirklichkeit sagen, da eher nicht. Doch, ich finde schon. Weil das bisher immer am meisten, es gab in jedem Teil Streit wegen ja, in der Liebe. Ich würde sagen, Kackmann. Bibi, warum verliebst du dich nicht in Holger? Weil er halt Holger ist. Bibi verliebt sich nicht in Holger. Das glaube ich einfach nicht, nee. Hat der Holger eigentlich eine Freundin? Bestimmt, so wie der aussieht. Aber wäre ja eine Option, ne? Also, wären wir auch gleich verwandt. Ja. Welche Musik hörst du sehr oder hört ihr sehr gerne und welche kannst du auf keinen Fall hören? Ich mag Techno nicht. Techno, meine ich. Bei mir ist es so, dass ich so Heavy Metal und sowas nicht so geil finde. Es gibt jetzt nichts, was ich nicht hören kann, aber so ganz krassen Schlager oder so Techno oder Heavy Metal bin ich jetzt nicht so Fan von, aber ich meine, es wird ja auch niemand gezwungen, irgendeine Musik zu hören. Ich höre eher Rock. Also Rock und Pop. Ich höre eher, glaube ich, so. Also so, ja, doch auch Rock, aber Pop. Pop kommt drauf an. Eher R&B und sowas. Was macht ihr in eurer Freizeit am liebsten? Backen. Lesen. ich weiß nicht, ich hatte nicht so viel Zeit wegen der Schule und wegen Dreh und so. Ich muss mir jetzt mal wieder ein richtiges Hobby suchen. Ja, ist gleich wie bei mir. Aber sonst halt eigentlich Fußball. Nur jetzt war die Zeit ein bisschen knapp dafür. Wo könnt ihr während der Dreharbeiten schlafen? In Hotels. Überall. Wir schlafen in Hotels. Nee, man schläft einfach da, wo man sich hinlegt. Es kann auch mal auf einer Wiese sein.